Der vereiste Wald war nur eine Idee. Dr. Salims beschissene Therapiesitzung für die Testsubjekte des Projekts. Das ist nicht der vereiste Wald. Du wehrst dich noch immer. Trotz all seiner Verwirrung wollte Corvus uns doch immer nur helfen. Jo Leute, damit begrüße ich euch recht herzlich zum wahrscheinlich den letzten Part von der Story-Campaign von BO3. Wir sind gerade dabei, das Herz von Corvus zu zerstören. Zwei Teile haben wir schon, uns fehlt noch der dritte, das müsste der letzte sein. Und diese Aktion starten wir jetzt. Rachel Kane hatte nie ein Leben. Sie ist tot. Aber du kannst es schaffen. Du kannst ewig leben. Jetzt müssen wir ja auch noch tauchen. Du musst nur noch ein bisschen länger durchhalten. Wenn wir auf den zentralen Server kommen, kannst du dein DNI mit einem Masterbefehl löschen. Wir können dieses Ding ein für alle Mal erledigen. Aber zuerst müssen wir hier durch die Hölle gehen, glaube ich. Und die Typen doppelt und dreifach töten, weil die sich immer wieder, wenn man die nicht richtig tötet, den Klang meiner Stimme versetzen. Ja. Entspanne dich! Ich versuch's ja, Mann. Wie oft willst du mir das noch sagen, Lass die Gedanken treiben. Stell dir vor, du wärst in einem vereisten Lass Wald. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Kennt ihr noch die Vögel, die bei, bei Apes Oddworld immer aufgestiegen sind? Also bei Ape oder Ape Exodus 1, 2. Da ist doch immer, wenn man gestorben ist oder irgendjemand gestorben ist, sind doch immer diese Vögel da aufgestiegen von dir. Das war dann quasi deine Seele oder so, ne? Das erinnert mich irgendwie gerade dran, wenn ich die Gegner töte, dass sie sich auch in so Vögel verwandeln. Auch übrigens ein sehr cooles Spiel, ist allerdings auch schon, ich weiß gar nicht, 20 Jahre alt. Gib dich deinen Träumen hin. Oder vielleicht 18 Jahre. Sie irgendwie sowas in dem Dreh. Dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen, dich trösten. Denke an einen ruhigen Ort. Denke an einen sicheren Ort. Na? Stell dir einen vereisten Wald vor. Alter, das kommt immer wieder neue, Alter. Immer wieder neue hier. Oh, oh, zu weit weg, zu weit weg. Aber kein Problem. Machen wir auch so. Ja, und ich glaube, du, Kollege hier, du möchtest gerne mal eine Granate haben. Jo, hat er perfekt gesessen. Oh, nee, nee, hier gehen wir drauf, hier gehen wir drauf. Ist er nicht gestorben? Doch. Halt einfach durch. Oh, shit. Hardcore. Tsunami. Okay, jetzt müssen wir wieder tauchen, glaube ich. Kognitive Neuralverbindung ist keine reine Zukunftsfiktion. Wir nähern uns im Eiltempo einer Realität, in der wir gezielt Erinnerungen an extreme psychologische Traumata mit derselben chirurgischen Präzision entfernen können wie physiologische Anomalien. Du stehst auf einer Lichtung. Die Bäume um dich herum ragen bis zum Himmel empor. Ja, Taylor, ja. Rundherum fallen weiße Schneeflocken. Alter, nein! Das ist unser Tod, oder? Glück gehabt. Richtig Glück gehabt gerade, glaube ich. Ist nicht kalt. Das war sauknapp. Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Ich finde es eigentlich gerade echt geil, dass Taylor so coole Dinger hier erzählt, weil das Kannst irgendwie du es hören? Ist ein wenig emotional. Immer diese Wiederholungen einfach, wie du er sich quält. Hinhören. Das ist cool gemacht. Also das Ende jetzt ist cool gemacht. Finde ich. Langsamer wird. Du machst es langsamer. Boah, Alter, hier kommen noch mal richtig viele. Ruhig!
Gewichtig viele. Drei. Drei. Stehen denn die? Scheißegal, ich gehe einfach weiter. Boah, hier ist richtig fette Strömung. Oh, 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 shit. Versuche am Mensch in jedweder Form zu unterbinden. So habe ich keinen Zweifel, dass wissenschaftlicher Fortschritt erneut skrupellos was? Ich bin doch weg gewesen. Wir warten einfach mal eben. Oh ja, ich sehe wieder was. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Taylor ist schon da. Du hast mich im Stich gelassen, du Sau. Da vorne ist das letzte Teil des Herzes, um das Ding endgültig zu zerstören. Hoffen wir zumindest. Also Taylor, bist du bereit für den Abschluss? Er sagt wieder nichts. Okay. Je mehr wir nach dem vereisten Wald suchten, desto weiter schien er fort. Statt Antworten fanden wir hässliche Wahrheiten. Das Projekt, das mich geschaffen hatte, tötete Hunderttausende von Seelen. Ich wollte einen sicheren Ort finden. Für uns alle. Ich wollte den Tod besiegen. Aber es gab kein Entkommen. Der Tod war tief in jeder Seele verwurzelt, auf die ich traf. Habe ich Taylor dazu bewegt zu schießen? Oder tat er es aus freiem Willen? Weißt du das? Das stimmt alles nicht. Ich habe diese Leute nicht umgebracht. Mit dem Genie sollte eigentlich alles besser werden. Stattdessen hat Corvus jetzt all diese Teile. Und es weiß nicht, was das ist. All dieser Lärm in meinem Kopf. Ich kann nicht denken. Wer bin ich? Ich kenne nicht mal deinen Namen! Wer bist du? Warum kämpfst du? Das ist deine letzte Chance! Zeig mir, was du drauf hast! Bekämpfe es! Bekämpfe es! Okay. Was passiert jetzt? 20% gelöscht? Ich blick gar nicht mehr durch. Wir laufen einfach mal hier lang. In diese Richtung. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Okay. Lass die schlechten Erinnerungen los. Sind wir um die 50% haben wir jetzt. Gucken wir mal. Finde Frieden. Du hast die Kontrolle. Ja. Hier vorne führt uns unser Weg lang. Hier haben wir auch schon den Türzugang. So, hacken. Ein letztes Mal. Du bist jetzt. Wie heißen Sie, Soldat? In einem vereisten Wald. Verdammt, wie heißen Sie? Taylor.
Ja, Leute, okay, dann haben wir auf jeden Fall die Story von COD Black Ops 3 durch. Ihr wollt wahrscheinlich ein kleines Fazit hören. Ich finde BO3 gut. Aber Advanced Warfare ist zehnmal besser. Ich finde BO3 ein bisschen weit hergeholt, ein bisschen zu krass. Hat mir nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen fehlt mir irgendwie... Ich weiß auch nicht. Es kann einfach daran liegen, dass man schon zu oft COD-Spiele gespielt hat. Oder zu viel rauskommen, dass es mittlerweile ein wenig ausgelutscht ist. Es ist fast wie Assassin's Creed. Man läuft einfach nur immer quer durch die Welten durch, schießt ein paar Leute ab und so weiter und so fort. Und ich finde halt diese Weltkriegs-Shooter finde ich viel geiler irgendwie einfach von der Atmosphäre her und so. Das ist einfach cooler. Trotzdem ist BO3 ein gutes Spiel. Für echte COD-Fans sicherlich ein Muss. Und auch kein Fehler, wenn man es kauft, zumal ja der Multiplayer eigentlich ziemlich gut ist. Also wenn man den, wenn man die Campaign nicht mag oder sowieso nicht spielen möchte, wovon ich ausgehe, was die meisten eh nicht mehr tun, sondern die meisten holen sich das Spiel ja eh wegen den MP, dann ist es trotzdem kein Fehlkauf, da der Multiplayer wirklich gelungen ist. Ich habe schon ein paar Runden gespielt, werde jetzt im Anschluss auch noch ein paar Folgen vom Multiplayer wiedergeben. Da freue ich mich schon drauf, da freue ich mich wirklich schon drauf. Mal ein bisschen vom Battlefield wegkommen, ja. Nee, Quatsch. Aber ich freue mich wirklich drauf und ja, die Story ist gut. Es gibt aber viele Spiele, die besser sind. Aber es kann auch daran liegen, dass ich einfach kein Black Ops 3 oder Black Ops Fan bin. Einfach weil die, weil es zu weit hergeholt ist. Sowohl der letzte Advanced Warfare oder ja, auch, also mittlerweile sind ja alle COD-Spiele weit hergeholt, ja, muss man ja sagen. Wir müssten einfach nochmal 10 Jahre zurückgehen. Dann hätten wir das Klassik-COD. Wie COD 2, 1, 2 oder 3. Die waren richtig geil, fand ich. Und man hat natürlich auch andere Ansprüche mit der Zeit, ist ganz klar. Ich hoffe aber, dass demnächst COD mal wieder ein bisschen in die Weltkriegsschiene zurückfindet. Oder Zweite Weltkriegsschiene zurückfindet. Und ja, okay. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein kurzes Fazit da. Ein paar Kommentare oder Kommentar. Und einen Daumen hoch wäre nicht schlecht, das wäre richtig cool. Und dann sehen wir uns im Multiplayer oder in irgendeinem anderen Let's Play. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.